Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz. Ich begrüße dich zu meinem HTML5-Lehrgang für Einsteiger. Wir sind jetzt mittlerweile angelangt bei der 9. Lektion. Es geht darum, jetzt Überschriften zu erzeugen mit einem Tag. Wie immer der Hinweis: Es gibt zusätzliche Informationen zum Nachlesen und zum Durcharbeiten bei www.html5.wirlernen.at. Gehen wir also in diese Lektion hinein und wir beschäftigen uns also mit Überschriften. Und es gibt hier bei HTML die Möglichkeit mit den sogenannten H-Tags. Es gibt insgesamt sechs dieser Formen von H1 bis H6. Unten sieht man das schon in einem HTML-Grundgerüst umgesetzt. H1 wird geöffnet, H1 wird geschlossen, bis eben H6, die Überschriften festzulegen. Was ist der Unterschied? Der Text, der sich innerhalb dieser H-Tags befindet, wird immer unterschiedlich dann hervorgehoben. Er wirkt bedeutender oder soll bedeutender zumindest wirken im H1-Bereich und wirkt am unbedeutendsten im H6-Bereich. Also wenn man eine Abstufung im Text machen möchte und sagen möchte, ja, besonders wichtige Überschrift, dann würde man H1 wählen und die am wenigsten wichtigste Überschrift würde man mit H6 dann wählen. Ja, den Text, wie gesagt, fügt man innerhalb dieser Text dann ein. Schauen wir uns ein Beispiel hier auf einer Webseite an. Das wäre hier der Text Überschrift erstens. Bis hin zur sechstens Überschrift. Schauen wir uns den Seitengewelldext an. H1 wird also am größten dargestellt, am bedeutendsten, und H6 wird dann am kleinsten dargestellt. Und damit versucht man eben dann eine besonders optisch gute Gliederung dann zustande zu bringen. Wir können uns das Ganze natürlich dann auch wiederum in unserem Editor Skriptle anschauen. Ich gehe da jetzt herein, füge das Ganze dann hier herein. Hauptversier. Dann aus Versehen noch etwas jetzt da mitkopiert, das können wir löschen. Jetzt passt. Und kann man das hier in der Vorschau anschauen. Schaut also hier so aus. Wenn ich hier weitere Überschriften irgendwie einfügen würde, dann kann ich das wieder so machen. Zum Beispiel meine Überschrift. Gehe hier vorne hin, füge H1 ein. Könnte das wieder komplettieren. Ich mache das dann so. Ja. Oder am einfachsten ist, wie ich es vorhin schon in einer vorigen Lektion gezeigt habe, ist dann weitere Angaben zum Beispiel. Diesen Text möchte ich hier jetzt als Überschrift formatieren. Ich markiere ihn jetzt. Wähle wiederum rechte Maustaste, markierten Text in Tag einschließen. Trage jetzt hier 1 ein, es wird hier links und rechts angegeben. Und schon wird das Ganze hier so eingefasst und ich könnte mir das Ganze dann hier in der Vorschau dann anzeigen lassen. Wenn ich das jetzt hier verändern würde, muss ich jetzt aufpassen, dass ich es in beiden Tags verändere. Zum Beispiel, da haben wir auch. Gehe wieder auf Vorschau und sehe dann, dass das Ganze wesentlich kleiner erscheint, als es vorher war. Verbleibt für mich wieder der Hinweis darauf, die Aufgabenstellung hier unten zu lösen, weil sie dir eben helfen sollen, dein Wissen, was du in diesem Kapitel hier erworben hast, dann auch tatsächlich zu verfestigen.